Hey Leute, mein Name ist Fritz Meinecke und ich bin Abenteurer aus Leidenschaft. Und in dieser Serie nehme ich euch mit auf spektakuläre Expeditionen weltweit. Hey Leute, ein großes Dankeschön an meinen Hauptsponsor, den BW Online Shop, der mich hier durch die komplette Serie Facing the Unknown auf YouTube unterstützt. Ich habe neben dem Grönland-Abenteuer in den letzten Jahren natürlich auch viele Winterbivaks in Deutschland und Österreich absolviert. Dabei konnte ich viele Erfahrungen sammeln und mit euch gemeinsam in meinen Videos teilen. Bei so extremen Bedingungen wie draußen im Winter sollte man großen Wert auf vernünftige Ausrüstung legen. Gerade in den Bergen nutze ich gerne einen Biwaksack. Auf der Tour mit Martin zum Beispiel damals waren wir bei minus 11 Grad im Tiefschnee unterwegs. Wir haben uns ein Loch oben auf einem Gipfel in den Schnee gegraben und dann dort drin übernachtet. Dort hatte ich den Biwaksack der Bundeswehr mit dabei, den es verhältnismäßig günstig und vor allem auch gebraucht im BW Onlineshop gibt. Auf einer anderen Tour war ich mit dem Observer von Carinthia unterwegs, der mit seinem Doppelgestänge und dem Platz im Inneren schon eine Art Biwak-Zelt ist. Beim BW Onlineshop findet ihr aber auch andere Marken, wie zum Beispiel Woolpower, Esbit, Hikes, Miltec, Silky, Amazonas, Helikon Tex, Tasmanian Tiger und viele mehr. Mit dem Rabattcode FRITZ10 spart ihr nochmal 10% bei eurer Bestellung aufs komplette Sortiment. Aber wichtig, der Code ist nur 2 Wochen gültig, also jetzt direkt zuschlagen. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jetzt steht ein privater Helikopter für uns zur Verfügung, denn wir fliegen sehr, sehr tief rein ins Abenteuer, könnte man sagen. Wir haben einiges vor, wir werden mehrere Tage unterwegs sein, wir werden Nachtwache schieben, wir haben uns gerade equipped, das werdet ihr alles noch sehen. Wir haben Bock, jetzt geht's in den Heli, ab ins Abenteuer, viel Spaß damit, let's go! Jetzt geht's los, Leute. Wir fliegen 40 Kilometer von Tasiilaq nach Nordosten. Von Kumiut aus laufen wir in den nächsten 2 Tagen bis zur Airbase Bluey East 2. Eine Expedition mit ungewissem Ausgang, quer über das Packeis. Du hast halt jetzt beim Flug nochmal schön gesehen, die ganzen Packeis-Situationen, gefühlt auch so die einzelnen Stufen, so von der Helligkeit, gebrochen, wieder zugefroren, mittendrin dann aber auch plötzlich mal einfach so ein Loch. Bis zu dem jetzigen Stand waren wir ja auch als größere Truppe immer unterwegs, noch ein bisschen mehr Trainer, Locals, die ein bisschen auch für uns übersetzt haben. Aber wenn wir jetzt losgehen und diesen Ort verlassen, dann sind wir halt wirklich auf uns alleine gestellt. Tschö, tschö! Ihr seht, alles ist zugeschneit. Hier hat man tatsächlich mal eine Stelle, wo man das Eis sieht, so ein bisschen. Sieht auf jeden Fall komplett dunkel aus. Wir sehen auch keine Risse wie bei unserer Testtour. Das macht alles einen super soliden Eindruck. Wir gehen so los, uns kommen die Schlittenhunde entgegen. Wir sehen die Tracks und denken uns, ja gut, Winterspaziergang, die Sonne scheint, alles entspannt. Ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, wo wir laufen und ich bleibe plötzlich aus dem Nichts stehen, weil ich im linken Augenwinkel einen Track sehe, der wirklich in so einem 90-Grad-Knick weg von dieser Hauptspur in die Wildnis reinging. Und ich sage sofort, Jungs, stopp, 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 stopp.
Was ist denn das hier? Hier geht eine Schwur komplett da oben hin. Guck dir mal die Größe an. Das ist halt safe eine Eisbärschwur. Ja. Die waren super dicht aneinander, aber man hat irgendwie an den Spuren gesehen, das können kein Zweibeiner sein. Und dann dachten wir, okay, es kann eigentlich nur ein Eisbär sein aufgrund der Größe. Und dann gucken wir, sehen noch einen Bärentrack und noch einen Bärentrack. Könnt ihr euch dran erinnern, als wir die Tour gestartet haben, vielleicht so eine halbe Stunde, nachdem wir aus dem Dorf raus waren, kamen uns Hundeschlitten entgegen. Die sind hier lang gefahren und die Bärenspuren sind über den Hundeschlitten. Das heißt, sie sind noch frischer als eigentlich gedacht. Dann ist das vielleicht eine Stunde her. Ey, ohne Scheiß, das ist ein, zwei Stunden her. Ja. Die Sache war aber auch, dass es nicht eine Spur war, sondern drei. Es sah nach so einem Muttertier und zwei jüngeren oder jugendlichen Bären aus, die dann parallel quasi in diesem Schlauch, in diesem Fjordkessel, in die Richtung, die wir auch wollten, gelaufen sind. Ja, weiter, oder? Ja. Aber Fakt ist, wir sind halt Nahrung für die. Das ist einfach so. Zwei müssen Wache machen. Ja. Können wir einer kurz schlafen? Ja, zwei machen Wache, ja. Ey, ich hab ultra Bock auf diesen ganzen Scheiß. Ja, ja. Und wir haben uns prepared, alles gut. Ja. Aber wir haben fucking drei Bärenspuren parallel nebeneinander, die drei, vier Stunden alt sind. Ja. Also ganz ehrlich, zu sagen jetzt, ich pack mich hier hin, einer schiebt, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Ey, lass uns ein bisschen sputen, dass wir... Ja, aber die Frage ist, wollen wir zu der Jagdhütte? Ja, würde ich sagen. In der Schutzhütte wären wir sicher vor den Eisbären, doch wir haben nur noch 1,5 Stunden Zeit, um die Unterkunft zu finden, denn dann wird es dunkel. Wir waren super angespannt, ich war komplett fokussiert, ich habe alles abgescannt, jede Spur, jede Ecke, jede Höhle, der hätte ja überall hinterlauern können. So, wenn die Hütte hinter der Kante jetzt nicht ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Haben wir? Ich glaube, Fritz hat sie gesehen. Scheiße. Ich sehe sie noch nicht. Oh yeah, da. Ja, geil. Scheiße, ey. Geil, da hinten. Ganz da hinten. Krass. Einfache Hütte ohne Strom und Wasser wird gern von Inuit-Jägern genutzt. Okay, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Oh, krass. Alter. Das ist krass. Alter. Geil. Mega. Wir haben dieses Rescue Flair Paket gekauft. Da sind 5 Stück drin, also auch ein paar doppelt. Und die wollen wir einfach mal ausprobieren. Hier können wir es machen, ja, weil woanders wird vielleicht direkt irgendeine Rettungskette alarmiert. Und hier können wir das Ganze mal in Ruhe ausprobieren. Es gibt einmal die Variante mit einem kleinen Fallschirm. Hier steht jetzt drauf, Brenndauer um die 40 Sekunden. Einsatzbereich minus 30 bis plus 65 Grad und das Ding fliegt 300 Meter hoch. Bin ich sehr gespannt. Wo kommst du jetzt so raus? Also meinst du, ich zieh mich jetzt nochmal an oder was? Ja. Alle ready? Jo. André? Ja. Okay. Die Bombe. Ach da. Also, wow. Alter! Alter! Krass!
Gefechtsfeldbeleuchtung. Genau so habe ich mir das vorgestellt, wenn die drei Eisbären kommen. Alter. Alter, das ist schon krass. Das sieht richtig geil aus. Aber echt nicht lang, ne? Aber du hast auch falsch gemacht. Wieso? Das hat voll den Winkel. Das müsste eigentlich nach oben nur. Ja, hab ich. Ich echt? Hab's doch so gehalten. Alter, sieht das geil aus, Torte. Ah, okay, aber das bleibt jetzt da liegen. Ich sag, ja, da ist ja nur Schnee, aber weißt du? Ich sag dir, es kommen nachher noch Leute. Meinst du? Oh, ja, wir werden heute Nacht noch gestört. Warum denn? Wegen dem Leuchtding jetzt? Ja, klar. Das hat doch keine Sau gesehen. Wer soll denn das hier gesehen haben? So ist zum Glück aus, so. Jetzt können wir kopieren. Dann würde ich mal sagen, ein spannender und auch erfolgreicher Tag geht zu Ende. Und ich sag, gute Nacht. Und wir sehen uns morgen früh. Schlaf gut. Der Solo-Tour zur verlassenen Airbase Blue East 2. Nach der relativ komfortablen Nacht in der Schutzhütte, trotzdem kein guter Morgen. Wie geht's dir körperlich? Hast du keine Kraft oder ist dir einfach nur übel? Und also das Ding ist, gestern Abend hatte ich halt Durchfall so, aber da ging es mir sonst körperlich voll top. Und dann habe ich quasi, also heute Nacht ging das los, dass in der Nacht die ganze Zeit der Magen sich so komplett verkrampft und dann so. Oh, Alter. Der sah halt überhaupt nicht gut aus. Also dauernd nochmal raus wegen Durchfall, dann wegen Kotzerei. Ja, ich wusste erstmal gar nicht, was jetzt Sache ist. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Ob ich da irgendein Virus eingefangen habe oder ob es da irgendein Wasser lag, am irgendeinem Essen oder was auch immer. Der hatte so ein First Aid Kit dabei, wo er mehrere Tabletten drin hat. Bei mir geht zum Frühstück erstmal Glucose-Elektrolyt-Mischung. Für Kinder ab 3 Jahren. Nicht, dass ihr denkt, hier drin ist irgendwie warm. Hier friert alles drin. Pass auf, nicht, dass deine Flasche gleich bricht, ne? Jetzt muss ich die aushalten. Und dann ging es mir kurz besser und ich dachte mir so, okay, ich versuche mich jetzt irgendwie ein bisschen zu regenerieren. Ich will zu Blue East 2. Mein Ziel ist jetzt erstmal nur drauf, da anzukommen. Ab hier sind es noch rund 10 Kilometer Luftlinie. Jetzt heißt es, Zähne zusammenbeißen. Ja, krass, jetzt sind wir hier mitten auf diesem Fjord. Keine Spuren, die uns irgendwie verraten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber bisher läuft's. Also mir geht's immer noch beschissen. Mir ist auch irgendwie ständig schlecht und ich will mich übergeben. Ab jetzt, wie ihr auch seht, sind wir auf einer Strecke unterwegs. Also hier sind wir jetzt wirklich komplett auf uns allein gestellt. Ja, unser Bauchgefühl, was das Eis angeht. Und bisher sieht alles gut aus. Ich habe mal den Stock griffbereit. Falls ich einbrechen sollte, soll man ihn ja so nach oben halten. Und natürlich kann ich auch ein bisschen das Eis checken. Wir haben ja gelernt, zum Ende hin ist das Eis immer ein bisschen dünner. Deswegen nutze ich den Stick jetzt ein paar Mal öfter. An den Rändern bewegt sich das Eis deutlich mehr und reißt durch die Reibung mit dem Ufer immer wieder auf.
Ja, tatsächlich an diesen Spalten kann man sehr gut das Eis mal ein bisschen freiklopfen, um zu gucken, wie tief das ist. Ich komme jetzt hier nicht mehr weiter, aber wir haben auf jeden Fall locker schon mal mindestens 25 cm und da kommt jetzt kein Wasser entgegen. Also scheint sehr dick zu sein. Um einen Menschen zu tragen, benötigt das Eis eine Dicke von 10 cm. So, nach gut 2,6 Kilometern haben wir es jetzt hier rüber geschafft. Jetzt heißt es für uns berghoch, diesen schönen Schneehang hoch. Ich bin sehr gespannt, wie das mit der Pulka funktioniert und ob da drunter, wie wir es hinten in dem Kessel gesehen haben, sich Eis drunter verbirgt. Dann wird es auf jeden Fall eine rutschige Angelegenheit. Ich habe das Gefühl, das wird sehr anstrengend. Mit 30 Kilo Gepäck auf der Pulka ist der Aufstieg ein richtiger Kampf. Die Magen-Darm-Geschichte habe ich tatsächlich immer so in Wellenformen, Intervallen irgendwie mitbekommen. Mal war es gefühlt weg, mal habe ich einen richtigen Anfall bekommen, wo ich irgendwie würgen musste. Gerade an dieser Steinpassage, diese Pulka, die zieht und drückt dir natürlich auch noch in deinen Magen rein, während du dich da irgendwie das Eis hochkämpfst. War jetzt auch nicht gerade so förderlich. Ich weiß gar nicht, ob das aus der Kamera rüberkommt, aber richtig abfuck jetzt. Puh, scheiße. Schön die Löcher von einem Stab genutzt. Zum Festhalten. Alter. Ja, jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen quer gehen. Das ist einfacher. Alter. Klar, so ein kleines Workout. Völlig surreal hier. Völlig surreal. Genau geradezu eigentlich. Ja, ja. Da hast du so eine gescheckerte freie Fläche und links und rechts sind so ein bisschen so Erddinger. Ja, ja, genau. Echt genau auf uns zu. Ja. Aber das sieht für mich nicht nach einer geraden Landefläche aus. Ich hätte gehofft, Herr Meinecke hätte mal sein Fernglas bereit und am Mann und würde das dann direkt mal überprüfen. Aber wie immer hat er es natürlich gut verstaut. Hast du sogar verpackt. Wenn du nicht die Originalverpackung mitgenommen hast, war alles, gell? Und so mit Knallfolie und so. Fritz Meinecke behandelt seine Sachen pfleglich. Ich dachte, das ist hinter dieser Biegung. Aber das passt ja auch wieder nicht. Vielleicht ist einfach falsch eingetragen bei Google Maps. Aber ich hatte ja das Satellitenbild gesehen, wo man das auch erkennt. Aber ich erkenne es nicht. Also ich sehe da vorne nichts. Und dann dachte man, wo ist das denn? Und dann meinte Fritz, okay, laut seinen Berechnungen müsste das noch mal 4 Kilometer weiter hinten sein. Und dann dachten wir, okay, wir müssen noch weiter als das, was wir da sehen können. Das hat erstmal die Stimmung gedrückt, weil dachten wir, wie sollen wir da jemals heute noch ankommen? Sie haben gewählt, sexylady.com. Man wird auch behindert bei diesen Touren, jetzt mal ganz ehrlich. Vielleicht werden wir auch einfach verhaftet wegen sexy nach diesem Trip. Das könnte sein, ja. Vielleicht aber auch wegen unsittlichem Verhalten in der Öffentlichkeit am Flughafen. Denn der Beutel ist voll. Mit ganz viel Liebe.
Nach anderthalb Wochen. Macht sich so ein bisschen an, wenn ich schulterfrei vor dir herlaufe. Ich finde es ein bisschen sexy. Ja. Aber ich würde es noch freuen, wenn du so zwei ausgeschnittene Bereiche für die Nippel hättest. Ja, ja. Dass die so rausgucken. Wie so zwei kleine Igelschnäuzchen. Ich würde dann so. Würde ich dann machen wollen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie steht ihr zum Thema Nippelpiercing? Leute, wir haben hier gerade ganz frisch eine Skido-Spur entdeckt. Die ist maximal 10 Minuten alt. Ich vermute vom Kamerateam 2. Ah, nicht an meine Nippel, nicht an meine Nippel, ah, nicht an meine Nippel. Irgendwie umgefallen. Nach 5 Stunden Marsch scheinen wir endlich am Ziel angekommen zu sein. Aber klar, das ist jetzt die Landebahn. Ey, das hat man von oben nicht erkannt. Ja, wir befinden uns jetzt gerade auf der Landebahn von Bluisdu. Und ich muss sagen, als ich mit dem Fernglas hier reingeguckt habe, hat man einfach nicht realisiert, dass hier eine gerade glatte Fläche ist. Wir dachten immer die ganze Zeit, es ist hinter dem Berg da hinten. Völlig verschätzt. Yay. Yay. So, Freunde, wir haben endlich das Ziel erreicht. Wir sind ungefähr auf so 2/3 dieser Landebahn und haben dort im Hintergrund so eine Art Hangar oder so entdeckt. Wir lassen die Pulkas hier, denn hier liegen überall Fässer rum. Da hinten sieht es so aus, als wären da noch Trucks. Aber das müssen wir uns mal genauer angucken. Und wenn wir die Pulkas hier lassen, werde ich zur Not den Speer mitnehmen. Bluisdu. Von 1942 bis 1947 war dies ein Stationierungsort für bis zu 800 US-Soldaten. Ziel und Zweck der Anlage war es, den US-Bombern auf dem Weg nach Europa einen Not- bzw. Zwischenlandeplatz zu bieten. Denn oft machten die extremen Wetterbedingungen einen Stopp in Westgrönland unmöglich. Ich frage mich halt, wo die ganzen Leute gepennt haben. Da ist ja die Frage, ob es nur dieses eine Haus hier gab oder noch mehr. Ja. Aber wenn das andere zum Beispiel so Holzbaracken waren, ja, dann sind die halt auch einfach vergammelt. Aber das hat ja ein richtiges Stahlgeflecht. In den 40er Jahren standen etwa 100 Holzbaracken auf dem 36.000 Quadratmeter großen Gelände. Hauptsächlich Werkstätten und Unterkünfte. Zum Betrieb der Basis gehörten rund 30 LKW, Räumfahrzeuge und Baumaschinen. Die Versorgung erfolgte aus der Luft. Und hier an der Stelle sieht man richtig schön, wie das Ganze komplett zerbogen ist. Aber das ist doch kein Flugzeughangar. Also was soll denn da für ein Flugzeug reinpassen? Eins? Ach so, nee, ein Hangar war das nicht, denke ich nicht. Das ist ja eher so eine Fahrzeughalle. Ja, ja, genau. Vielleicht so ein Büro drin, so ein Verwaltungsgebäude. Du, vielleicht hatten die hier quasi auch gar nicht irgendwie eigene Flugzeuge, sondern die sind halt hier nur zwischengelandet, genau, haben getankt und sind wieder weiter. Genau. Ursprünglich war die Basis eine Wetterstation und wurde sukzessive ausgebaut. 1943 war die Landebahn dann endlich fertig. Doch die schlechten klimatischen Bedingungen machten einen regulären Flugbetrieb kaum möglich. Die Besonderheit bei diesem Lost Place ist nicht der Ort an sich, sondern die Gesamtheit. Also ne, die Anreise, dorthin zu kommen. Wie viele Leute waren halt wirklich schon an diesem Ort und haben das jemals gesehen? Das ist so das Ganze drumherum. Und natürlich ist es cool, so einen Ort irgendwie nochmal zu erleben, zu bestaunen, bevor er dann wahrscheinlich ja zurückgebaut wird von der Regierung. So interessant die rostigen Relikte auch sind, besonders die Rückstände in den rund 200.000 Treibstofffässern, haben die Natur stark belastet. Nach langen Diskussionen über die Kosten soll dieses Gelände bald endlich geräumt werden. Irgendwann kamen dann die Hundeschlitten. Der Plan war ja, dass wir direkt auf die finale Route aufbrechen, um dann wieder in die Zivilisation zurückzukommen.
Das Highlight war, dieses Land, was ich bisher nur von Google Maps kannte, mal wirklich zu erfahren und zu sehen, dass hier einfach keine Zivilisation in dem Sinne herrscht. Also es gibt kein Straßennetz, es gibt nur kleine Ortschaften. Ich finde es irgendwie cool, dass es noch so ein Fleckchen Erde gibt, wo sowas möglich ist. Hier hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, der Mensch befindet sich nicht ganz oben in der Nahrungskette, sondern wir stehen hier erstmal hinter den Naturgewalten, dann hinter Eisbären und wo hat man das sonst auf der Welt? Fazit, ich glaube, wenn man sich Grönland anguckt und hier mal eine kleine Tour, Expedition startet, was auch immer, dann muss es im Winter sein. Ja, dann muss man einfach das erleben, über einen zugefrorenen Fjord zu laufen, alles in Schnee und Eis bedeckt, sich anzugucken, das ist schon spektakulär, auch die Nordlichter natürlich zu sehen. Es hat mir aber auch nochmal gezeigt, wie machtvoll und stark eigentlich die Natur ist und wie klein und unbedeutend wir sind.